Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch Dogs Legion. In der Folge werden wir London aus dem Griff von Albion befreien. Viel Spaß! Hab gehört, du brauchst Hilfe. Was gibt's? Ihr seid die Typen, die es Albion zeigen? Kann kaum glauben, dass das noch jemand tut. Ich dachte, ich wäre allein. Ich verbreite nur alle Informationen, aber ihr werdet aktiv. Das sollten alle machen. Warten wir nicht darauf, dass das vorbeigeht, denn das wird es nicht. Albion wird immer stärker und wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, sind wir so gut wie tot. Also, was hast du? Wäre fast draufgegangen, als ich das gefunden habe. Albions sämtliche Operationsdaten für die ganze Stadt. Konvoirouten, Überwachungsziele, alles da. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Allerdings. Hier ist ein Beispiel. Albion hat King's Cross für die Öffentlichkeit geschlossen, stimmt's? Aber die Leute wissen nicht, dass das ihr Logistikzentrum ist. Material, Truppen, was auch immer. Das meiste Zeug läuft da durch. Wollt ihr den Leuten einen riesigen Schub verpassen? Dann schlagt dazu. Wenn ihr das lahmlegt, legt ihr Albions Operation weitgehend auf Eis hier in Camden. Ach was, überall. Na, dann wollen wir mal. Okay, machen wir. Auf zur King's Cross Station. Wird nicht einfach, zu dem Generator zu kommen. Der ist jetzt besser gesichert als beim letzten Mal. Jemand eine Idee? Meine Nachrichtendrohnen sind noch hier drin und sollten funktionieren. Du könntest eine von ihnen nutzen. Vielleicht hast du beim Steuern auch mehr Glück. Da ist einer. Tja, eine Energiespitze in einem Generator mit Hybridantrieb ist nicht dasselbe wie ein Brötchen aufzubacken. Wir brauchen genaue Anweisungen. Dann schauen wir doch mal. Schau mal hier. Mann, ist verflucht kompliziert. Die Drohne hat eine ganz gute Kamera. Würde ein Foto helfen, Bagley? Zweifellos. Ja, so mit der Nachrichtendrohne. Okay, Augenblick. Wo ist die Nachrichtendrohne? Da. So, und jetzt ein Foto. Demzufolge gibt es einen Überbrückungscode, mit dem wir ins Generatorsystem reinkommen. Warum sind hier eigentlich so viele Kampfdrohnen? Ein schönes Tablet. Ich weiß nicht, ob Tablets in der Zukunft wirklich so aussehen. Sehr gut. Setze den Code beim Generator ein, dann kann ich eine Stromspitze auslösen. Es sollte ausreichen, um King's Cross offline zu nehmen. Und das Bahnsystem auch. Okay, machen wir. Dann mal los. Aha. Die anderen Drohnen kämpfen gegeneinander. Ich find's so cool. Meine Drohne ist kaputt. Wie konnte das denn passieren? Okay, nichts hier ran, der Zack. So, der Zack hat das Logistikzentrum lahmgelegt. Und Technikpunkte. Das war ja cool. Ich wusste, dass der Zack nicht der üble Haufen ist, für den Albion euch hinstellt. Jetzt weiß es der Rest von Camden auch. Danke. Danke. Und natürlich haben wir jetzt auch einen neuen Rekruten freigeschaltet. Und zu dem wechseln wir jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, welcher ist dieser jetzt? Ein krasser Hacker oder... Ich hab nicht darauf geachtet. Wir brauchen taffe Leute wie dich in unserem Team. Schön, dass du da bist. Allerdings, ich bin bereit, das durchzuziehen. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. So, erster Blick auf die Ausrüstung und ich sehe, ui, ich hab Zeug. Virales Hacking, Schlüsseldieb, Schockhack. Viele passive Fähigkeiten. Erhält beim Hacken gelegentlich ETO, auch schön. Und als nächstes kümmern wir uns um Islington und Hackney. Hier kann ich was freischalten? Ein Fußball-Hooligan. Ja, warum denn auch nicht? Mission verfolgen. Und wir wechseln rüber zu Val. Eine Drohnenexpertin. Egal. Jemand, den ich kenne, meinte, du suchst nach Deadsec. Oh, da bist du ja, Liebes. Ganz reizend, was du für unser Viertel gemacht hast. Diese Albion-Schläger waren wirklich ein Ärgernis. Natürlich sind sie jetzt ziemlich angestachelt und wollen es dem Bezirk heimzahlen. Was meinst du? Eine Gruppe von uns wollte der Gemeinschaft helfen. Und bei der derzeitigen Lage mussten wir das leise tun, wenn du verstehst. Direkt unter Albions Nase. Mann, es mit Albion aufzunehmen ist nicht einfach. Aber du hast es geschafft. Du hast meinen Respekt. Sagen wir einfach, ihr habt uns inspiriert und gut ist. Aber ich habe jetzt erfahren, dass Albion einige Razzien in Hackney plant. Das überleben wir nicht. Es sei denn, ihr helft uns. Wenn ihr sie aufhalten könnt, bevor sie zuschlagen, haben wir Zeit, unsere Operationen an einen sicheren Ort zu verlegen. Ich habe ein kleines Gerät in die Finger bekommen, mit dem ihr blitzschnell durch den Bezirk kommt. Sei so nett und kümmere dich für mich darum, ja? Alles klar. Los geht's. Kapere die modifizierte Kampfdrohne. Kann ich einfach von hier Kamera hacken und easy peasy? Oh, hier ist noch so ein Audiolog, den hätte ich gerne. Aber ich muss da sowieso hin, also begebe ich mich dort auch hin. Einmal hier eine Frachtdrohne rufen. Kapern. Und dann fliegen wir hoch. Erstmal den Audiolog anhören. Nein, bitte nicht. Das tut mir leid. Ich wollte nicht. Wo bringt ihr ihn hin? Halt, Jonah! Schiebe ab, dämliche Kuh. Nein!
nicht! Wir haben dich mit den Maschinen gesehen. Nichts gemacht und jedes Mal den Jackpot erwischt. Hältst du uns für blöd? Du bist der Deadsec, oder? Deadsec? Nein, ich schwöre. Das war doch nur ein kleiner Hack. Kleiner Hack? Für wen hältst du mich? Bitte! Weißt du, was wir mit Deadsec-Mitgliedern machen? Wir statuieren ein Exempel. Jonah! Nein! 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 Jonah! Sag's deinen kleinen Deadsec-Freunden, Süße. Sag ihnen, dass sie sich verpissen sollen. Also dieser Jonah sagt mir nichts, aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Kriminalitätsbericht. Okay, gut. Keine Zeit zum Plaudern. Albion hat die Razzien-Teams synchronisiert. Ich schicke dir die Position, sobald ich sie habe. Du schaltest sie aus. Ja, na los, du vergeudest Zeit. Na, ich bin doch schon auf dem Weg. Etwas schneller mit besserer Panzerung, aber die maximale Höhe ist begrenzt. Außerdem überwacht Albion den Bezirk mit CTOS. Sie könnten sie runterholen, wenn du zu hoch fliegst. Also flieg auf Straßenniveau. Zentrale, komm! Hey, was soll ich machen? Ah ja, ich soll die Dinger zerstören? Das sieht nach einem guten Zeitpunkt aus. Aber nicht trödeln! Weiter, bevor die nächste Razzia startet! Aufgepasst! Es sind Albion-Drohnen zu dir unterwegs. Hallo, ich will die hacken, ich will die hacken! Gib mir doch die Möglichkeit, die zu hacken, dann nicht. Okay. Ich glaube, ich muss die Mission gleich nochmal neu starten. Weil ich dachte, ich könnte die Drohnen, die hinter mir sind, hacken, aber ich kann es nicht. Nee, ich habe wirklich nicht die Möglichkeit, Verrat-Hack jetzt anzuschmeißen. Schade. Sehr gut, aber verlier keine Zeit. Weiter zum nächsten Ort. Weiter zum nächsten Ort. Ja, eigentlich ist das total easy hier zu machen, aber ich habe mich am Anfang nur blöd angestellt. Aber ich glaube, ich schaffe das trotzdem. Ausgezeichnet. Du hast sie durcheinander gebracht. Yeah. Hier ist die nächste. Die Kampfdrohne kann auch voll schnell schießen, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet. Ah, hier. Okay. Hier wird geschossen. Ja. Noch eine, dann ist es geschafft. Brillant. Nur noch eine? Jetzt okay, los, easy. Beeilung. Aber warum lässt du mich dann hin und her fliegen? Warum gibst du mir nicht eine Reihenfolge, die Sinn macht? Da, wo ich hinfliege, da war ich doch schon. Ich bin gegen Baum gekracht. Na, es macht schon Spaß, mit so einer Drohne hier lang zu fliegen. Ist da sonst noch jemand? Und wenn die ein bisschen schneller ist, ein bisschen schneller schießen kann, ein bisschen mehr aushält, das gefällt mir alles. So, und das letzte Ding ist eine Drohne selbst. Das war easy. Die letzte. Wirklich verflucht gut. Ja, kein Problem. Easy. Yeah. Okay, ja, dann los, Netzwerk. Oh, nur die Technikpunkte links. Rechts sind keine mehr übrig. Das war wirklich brillant. Eine solche Razzia hätte unseren Kampfgeist gebrochen. Und der ganze Bezirk hätte Albion die Stiefel geleckt. Du hast echt Mumm bewiesen, Liebes. Moment, du hast uns um Hilfe gebeten, hättest aber alleine hinbekommen. Schlitzohr. Diese alte Schachtel hat noch ein bisschen Leben in sich. Und dieser Stadtteil auch. Dank dir. Ich helfe nur. So macht der Zeck das. Aber wir brauchen trotzdem mehr Leute, die kämpfen wollen. Gut gesagt. Mach's gut, Liebes. Und meld dich mal. Okay. Klingt, als würden sich Hackney und Islington jetzt erheben und Albion Paroli bieten können. Hätte nicht besser laufen können, der Zack. So, einen neuen Rekruten brauchen wir uns gar nicht angucken. Wir haben nur noch zwei Gebiete. Ich gehe erstmal nach Lambeth, weil in Lambeth habe ich direkt eine Mission. Und kann auch direkt zu unserem Hacker Bok-Chan hin. Seine erste Mission, direkt das nächste Gebiet freiräumen. Bereit, wenn du es bist. Und da ist unsere Kontaktperson für diesen Bereich, Honor Nkwanko, I guess. Ich bin nicht gut in asiatische Namen aussprechen. Du gehörst zu diesen Deadsec-Typen, die Albion das Leben schwer machen, stimmt's? Den Leuten im Viertel ist das aufgefallen. Deshalb habe ich angerufen. Dachte, ihr habt bestimmt Interesse, ihnen ordentlich in den Arsch zu treten. Mein ganz Ohr. Diese Pisser haben ein Wahrzeichen unserer Stadt in eine verfluchte Propagandamaschine verwandelt. Und das gefällt den Leuten hier überhaupt nicht. Das Riesenrad. Es ist ein Symbol für London, nicht wahr? Ein Symbol für die Leute. Öffentlich, zugänglich, im Herzen Londons. Aber Albion hat seinen Stempel auf das verfluchte Ding gedrückt.
Jetzt sehen wir darin nur noch ein Zeichen unserer Unterdrückung. Und die ganze Welt kann es auch sehen. Das zieht die Leute gewaltig runter. Jo, darum können wir uns kümmern. Jo. Machen wir doch ständig Albion-Propaganda bekämpfen. Kein Ding. Wer ist der Opa dahin? Zuerst müsst ihr die elektronischen Sicherheitssysteme ausschalten. Und dafür braucht ihr etwas von einem der Schiffe auf dem Fluss. Also müsst ihr euch erstmal um die Verteidigung auf dem Schiff kümmern. Aber das ist für Typen wie euch ja ein leichtes, oder? Mal sehen, was sich machen lässt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Also, wir müssen die Antiterror-Drohne kapern. Da hinten ist ein Bötchen, mit dem wir da direkt hinfahren können. Ich meine, wir könnten auch das Bötchen da kapern, aber das gehört jemandem. Das finde ich ziemlich gemein. So, erstmal ein bisschen nass werden. Und dann versagen, auf das Boot raufzukommen. Der Captain ist jetzt an Deck. Yeah, der Captain ist jetzt am Deck. Jetzt wird's spannend. Die Konsole auf diesem Schiff dient als Steuerungszentrale für den Prototyp von Antiterrorismus-Drohnen. Du kannst eine davon nutzen, um die elektronischen Sicherheitsmaßnahmen am Riesenrad zu zerstören. Ah, egal. Erstmal das Ding kaputt machen. Und dann interagieren wir mal. Kooperation ist Pflicht. Widerstand wird mit Gewalt. So, jetzt habe ich die Antiterror-Drohne erst gekapert. Oh Gott, das da ist ja auch einer. Das sind die einzigen AT-Drohnen-Prototypen, die ich je gesehen habe. Also viel Spaß damit. Ich nehme allerdings nicht an, dass Albion dich einfach mit ihren teuersten Spielsachen spielen lässt. Also rechne lieber mit einer Reaktion. Wir zerstören die ICE-Stationen. Eine geile Show legt ihr dahin. Wie die Funken fliegen. Fast wie in der Guy Fawkes Night. Zerstöre die restlichen elektronischen Sicherheitsstationen und die Propaganda ist Geschichte. So, ich versuche die Bauarbeiter nicht zu treffen. Ui. Jetzt ist vielleicht jemand getroffen worden, weil das sind ja Lenkraketen. Ach, egal. Ich habe was gedrückt. Nein, jetzt hängt das Spiel. Oh nein, ein Absturz. Dann wieder rein. Okay, das war jetzt das erste Mal, dass Watch Dogs Legion auf meinem neuen PC abstürzt. Auf meinem alten PC ist es ständig abgestürzt. Deswegen habe ich gar nicht erst versucht, das zu spielen. Aber ich habe auch wild Knöpfe gedrückt, weil ich gucken wollte, was noch möglich ist. So, und jetzt sind wir wieder drin und müssen nochmal von vorne anfangen. Wenn du das sagst. Das war's. Du musst nur eine Datenübertragung abschließen. Lade eine positivere Nachricht für die Leute hoch. Eine positivere Nachricht. Nachdem ich jetzt sowas Schreckliches getan habe, aber ich habe mit Absicht nur auf Albion-Leute diesmal gezählt, keine Raketen. Oh, hochladen dauert. Natürlich. Zentrale, entsenden Drohnen, um die Zielperson festzunehmen. Das dauert ein bisschen, aber... Ich würde sagen... Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, die Arbeit ist gut bezahlt. Bin mich aber schon ein wenig belästigt von all den Drohnen, die hier auf mich zufliegen. Und damit wäre das hier auch erledigt. Yeah! Kein böses Land in Ei mehr. Okay! Nichts wie ran, Deck-Sack! Wobei das auch nicht so nett aussieht, ne? Egal, Lambeth ist befreit. Oh, hier gibt's auch viele Technikpunkte, die ich noch nicht mitgenommen habe. Ein wunderschöner Anblick. Ich fange gleich an zu heulen. Wenn ich das Riesenrad so sehe, wie es gedacht ist. Und ich bin sicher nicht die Einzige. Albion darf nicht einfach dem Wheel seinen Anstrich geben. Gut, dass wir was dagegen getan haben. Das hast du gut gesagt. Und ich bezweifle, dass der Bezirk aufgewacht wäre, wenn ihr uns keinen Tritt in den Hintern verpasst hättet. Danke, Dezek. Albion kriegt in diesem Bezirk kein Bein mehr auf den Boden. Und das ist unser Verdienst. Und neuer Rekrut. Wechseln wir direkt rüber. Eine Drohnenexpertin diesmal. Das ist auch ein cooles Bild. Krass. Gut, dass wir dich haben, Bro. Jetzt hält Dezek keiner mehr auf. Oh, yay. Mit euch Leuten mache ich mir gern die Finger schmutzig.
Brillant. Ich habe eine eigene Schockdrohne. So, und um den letzten Bezirk einzunehmen, muss ich tatsächlich noch diese kleinen Missionen machen. Aber das ist kein Problem. Weitergehen, verstanden. Ja, ich gehe weiter. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ich will das hier schnell hinter mich bringen. Ich setze mich einfach mal hier hin. Und flieg einfach mal rein. Oh. Nicht auf mich schießen. Lass das. Ey, nicht auf mich schießen. Und ich bin down. Ich versuch's aber nochmal. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Oh, hat er sich unsichtbar gemacht? Kampftarnung oder so? So, das war jetzt, waren aber schon fast alle, oder? Lass sie schnell erledigen. Rein in den Flug. Was ist das? Wir haben gerade den Feed eines Albion-Gefangenenfluges aufgefangen. Die armen Schweine werden wohl wegen extremer Insubordination außer Landes gebracht. Wieso? Heftig, oder? Warum feuern Sie sie nicht einfach? Ich weiß nur, dass diese Leute auf dem Weg zum Umerziehungs-Sommercamp auf den Seychellen sind. Hier Connor 12. George hat Kontrolle über das Flugzeug. Connor 12, bitte warten. Mit euren Borddaten scheint etwas nicht zu stimmen. Verstanden. Ja. Pan, Delta 39, Pan. Jemand ist hier im System. Also, diese Gefangenen wurden wegen des Versuchs der Enthüllung von Operationsinformationen an externe Agenten eingesperrt. Whistleblower. Vielleicht wollten sie sogar DedSec kontaktieren. Zum Glück kannst du das Flugzeug umleiten. Brillant, Bags. Dann leiten wir das Flugzeug mal um. 39 Heavy, ermittle sofortige Unterstützung. Flug wird umgeleitet. Das Flugzeug sollte in ein paar Stunden landen. Ich habe die Behörden vor Ort kontaktiert, die nicht gerade begeistert von Albion sind. Offenbar halten sie Menschenrechte tatsächlich für Rechte und nicht für juristische Hindernisse. Die Albion-Überläufer sind dort willkommen. Wunderbar, Bagley. Machen wir mal ein Foto. Netter Verdienst. Was gibt's, Bagsy? Albions Operationsdaten. In diesem Fall eine Anzahl Leute, die sie in diesem Stadtteil ins Visier genommen haben. Wir informieren unsere Kontakte, damit sie in Sicherheit bringen. Hast du Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen? Ja. Geht doch nichts über Vandalismus. Ja, Mann. Passt perfekt. Mhm. You're not illegal. Ja, Mann. Das ist mal ein Statement. Ganz Suffolk wird das sehen und wissen, dass es jemand mit Albion aufnimmt. Mir gefällt dein Vorgehen. Danke, Bags. Und die nächste Mission startet. Wir haben in Southwark getan, was wir konnten. Und es zahlt sich aus. Wir wurden gerade kontaktiert. Sie sagt, sie hat Albions Server gehackt. Ganz schön frech. Und dabei Informationen gefunden, mit denen wir Albions Operationen vereiteln können. Mal sehen, was sie weiß. Cool. Danke. Anranda. Als letztes kriegen wir dann nämlich noch einen Anarchisten. Yay! Und wer wäre dafür besser geeignet als unser Lieblingsanarchist Albert Einstein? Hashtag NFT. Oh, ich kann das hacken. Jetzt steht hier Hashtag Get. Achso, das ist dann Ablenkung, wenn da Hashtag Get steht. Hashtag Get. Oh, hi. Gehörst du zu... wie sag ich das jetzt? Ich hab kürzlich ein paar Leute kontaktiert, die... fuck, das läuft so nicht. Okay, nicht gleich aufregen. Ich bin von DedSec. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Man kann nicht vorsichtig genug sein, oder? Mit diesen Albion-Dann. Aber ihr... Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute dankbar sind für das, was ihr in Southwark gemacht habt? Vielen Dank. Das könnte helfen. Also hör mal, ich habe selbst ein bisschen gehackt, okay? Ganz vorsichtig, nicht zu tief, damit sie nichts merken. Aber rat mal, was ich gefunden habe. Albions globales Informationszentrum ist direkt hier in London. Global, verstehst du? Von da läuft alles. Da wird alles koordiniert. Operation, Taktik, alles. Auch die Finanzen. Die Menge Daten ist... Die Serverbänke, die man für den Scheiß braucht, sind riesig. Von dort könnten wir also Albion-Operationen auf der ganzen Welt aufhalten? Selbst eine kurzzeitige Störung würde ihnen beträchtlich schaden. Ich mach's. Wo geht's hin? Oh Mann, ich kann nicht glauben, was da gerade passiert. Okay, das ist alles im Nexus Tower. Wenn ihr das macht, weckt das den Stadtteil wirklich auf, DedSec. Auf zum Nexus Tower. Das ist die perfekte Gelegenheit, das Albion wirklich zu zeigen. Nicht nur hier, sondern überall, wo sie ihr Unwesen treiben und auf den Menschenrechten rumtrampeln. In das Serverstockwerk kommt man nur mit dem Aufzug. Und da das quasi Albions globale Einsatzzentrale ist, solltest du mit starken Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Ja, das kenne ich schon von den letzten beiden Malen, wo ich hier drin war. Und nach all den Days darf ich endlich hier rein. Hübsch. Hübsche Vase.
Ein Bereich ohne Menschen. Wie erfrischend. So sauber, so organisiert, so friedlich. Wir sind Fußabdrücke. In den Serversilos wird die Umgebung streng kontrolliert. Zum Glück kannst du die Kontrolle über die Wartungsdrohnen übernehmen. Am leichtesten zerstörst du ihr Informationszentrum, indem du für eine Stromspitze im Energiekern sorgst. Was sollen wir tun? Sie verwenden Hochleistungsbatteriebänke, um immer Strom zu haben. Wenn du eine findest, lass sie in den Energiekern fallen. Und das war's dann. Mal sehen, was wir finden. Ja, mal sehen, was wir finden. Ui. Silo 1. Silo 2. Nichts drin. Hier wird ein bisschen gepustet. Was ist denn hier los? Entschuldigen Sie. Was ist denn das? Wir bewegen sich auch noch. Huch. Huch. Entschuldigen Sie, ich muss hier nochmal durch. Danke. So, hier waren ja Leute, ne? Die können mir eigentlich egal sein. Ich kann hier durchfliegen, wie ich will. Ne, warte, die Leute sind weg. Ach, die sind reingelaufen. Habe ich gar nicht mitbekommen, als es wohl passiert, als ich weg war. Und wir sind fast da. Guck, guck. Hallo. Fallen lassen geht nur in der Third Person. Okay. Fallen lassen geht nicht. Muss ich weiter runterfliegen, damit es sicher trifft? Ja. Das war's mit Albions globalem Informationszentrum. Das müssen die Menschen aus Savaka fahren. Ich hätte da eine Idee. Okay. Ihr habt ziemlich viel Photovoltaik gerade kaputt gemacht. Das ist nicht sehr nachhaltig. Aber was man nicht alles so als Terrorist macht, ne? Yay, wir haben's geschafft! Savak ist befreit. Und jetzt kommen die ganzen Technikpunkte. Wo sind sie? So viele. Nicht schlecht. Jeder im gesamten Stadtteil muss das gesehen haben. Hoffentlich reicht das, um die Leute wachzurütteln. Und dazu all das andere, was ihr in Savak gemacht habt. Die Leute werden Deathsec unterstützen. Und ich auch. Meldet euch, wenn ihr meine Hilfe braucht. Jederzeit. Bis dann. Denkt dran. Eines Tages bitten wir dich vielleicht um einen Gefallen. Die Nachricht, dass Albions globales Operationszentrum ausgeschaltet wurde, bringt die Leute sicher zu der Annahme, dass es nicht besonders gut für Albion läuft. Gute Arbeit. Vielen Dank. Das könnte helfen. Wir brauchen mehr Schlitzohren wie dich im Team. Leute, die sich die Hände schmutzig machen. Ja, Mann. Allerdings, ich bin bereit, das durchzuziehen. Sehr gut. Ich mag das Gelb in der Flagge nicht. Also ich habe eine Rauchgranate, Nietenknüppel, Bandana und Mundschutz. Das ist alles. Aber jetzt, wo wir ganz London eingenommen haben, beziehungsweise ganz London von Albion befreit haben, können wir uns im nächsten Part auf jeden Fall um Londons Beschützer, Nigel Cass, kümmern. Mal schauen, was da passiert. Schreibt mir mal in die Kommentare, mit wem ich in die Mission reingehen soll. Wenn mir jemand in die Kommentare schreibt, Pech gehabt. Ich werde es wahrscheinlich auch am Montag oder Dienstag aufnehmen, je nachdem, wann ich Zeit habe. Aber ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!